So, herzlich willkommen, liebe Wrestling-Fans. Wir haben heute wieder ein Shoot-Interview und zwar mit dem ehemaligen CWA-Superstar Viktor Krüger. Er war nicht nur in der CWA, aber ich sage mal, in der CWA war er der Mann. Ja, erstmal herzlichen guten Nachmittag hier im Fitnesscenter Style und ich weiß es jetzt ja, nicht. Ja, schönen guten Nachmittag. Style das ist das und Lifestyle sind Gleisdorf und auf diesem Wege schon einmal recht herzlichen Dank an den Martin, das ist der Besitzer und Führer dieses Fitnessstudios. Eine ausgezeichnete Atmosphäre, in der wir dieses Interview konduktieren können. Also nochmal herzlichen Dank, Martin. Ja, und dann fangen wir gleich an, denn wir haben viele Fragen heute auf dem Programm. Die erste Frage, Viktor. Nach dem Alter fragt man ja sowohl Männer als auch Frauen nicht. Das sind die Wrestler ein bisschen, sage ich mal, das ist ein heikles Thema. Darf ich dich dennoch fragen, wie lange du jetzt im Business bist und wann du angefangen hast, mit welchem Alter? Also im Business bin ich jetzt da schon im 13. Jahr. Sport betreibe ich schon seit über 20 Jahren. Ich habe jetzt schon, das ist ja schon meine zweite Sportkarriere. Ich habe angefangen mit American Football, habe dann auch College gespielt und bin so eigentlich zum Wrestling gekommen, weil ich in der Nähe von Atlanta, Georgia, da war noch die WCW Power Plant und die WCW ganz groß im Rennen, damals im 94er Jahr, und bin so zum Wrestling gekommen, zum Professional Wrestling. Gehen wir zurück, als Viktor noch ein Kind war. Wann hast du zum ersten Mal, in welchem Alter, überhaupt das Wrestling gesehen, im Fernsehen, oder wie war das? Wie alt warst du da? Das ist sehr schwer zu sagen für mich jetzt, wie alt ich da war. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich mit meiner alten Truppe, mit den Graz Giants, zu meiner Footballzeit in Österreich, noch liebend gern diese WrestleMania-Tapes angeschaut habe. Also die großen Events, WrestleMania 1, 2, 3, die man noch kennt, die man noch im Hinterkopf hat von Hulk Hogan und King Kong Bundy und diese übergezeichneten Comicfiguren, kann man fast sagen, im Ring. Und die Aktionen, die gesetzt worden sind, die waren sehr beeindruckend. Die haben dann schlichtweg dann noch auch dazu geführt, das bei der Power Plant zu versuchen. Dazu muss ich auch noch etwas sagen. In die Power Plant wollte ich ja eigentlich gar nicht gehen zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit war ich noch hoch im Kurs bei den Football-Profis, bin auch von einigen Mannschaften rekrutiert worden und bin förmlich von einem alten, guten Trainingskollegen dazu bewegt worden, endlich einmal hinunterzugehen und einfach nur, zeig dich einmal, komm mal runter. Der hat mich 6 Monate wirklich traktiert, bis ich dann endlich einmal hinuntergekommen bin und dann habe ich sie kennengelernt. Die Führer der damaligen Power Plant, das war der Mr. Ole Anderson und Mr. Jody Hamilton. Und ein unvergesslicher, wie heißt er, mit der Claw, der Cowboy. Und jetzt habe ich ihn doch vergessen. Cowboy? Ja, also der Texaner, der Große. Bill Watts? Mit 17er Stiefel, oder? Bill Watts? Nein. Oh je. Mensch, ich habe meinen Mentor vergessen. Ein Cowboy mit aber einer Blackjack Mulligan? Blackjack Mulligan, of course. That's it, ja. Okay. Der Mann gibt dir die Hand und deine Hand verschwindet. Gut, dazu kommen wir später sowieso. Jetzt wäre eben die Zeit, bevor du angefangen hast zum Trainieren. Du musst ja schon einen ungeheuerlichen Körper gehabt haben, weil wenn man dann direkt vom Football in das Power Plant kommt, hast du irgendwelchen Kampfsport betrieben vor dem Power Plant und während des Footballs? Also Kampfsport habe ich nur in beschränktem Maße betrieben und wenn man schon also in der Auswahl für die Profis steht beim American Football, dann ist das eigentlich das Um und Auf. Man muss sich körperlich so fit halten, dass man nicht nur am kräftigsten ist, sondern auch am schnellsten und auch am wendigsten. Und das sind eigentlich genau diese Attribute, die man auch im Ring braucht. Ob es jetzt Professional Wrestling ist oder Shootfighting, das ist eigentlich egal. Man muss sehen, dass man der perfekte Athlet für sich selber wird. Mein Glas ist leer. Kann mal passieren. Kein Problem, denn wir haben ja das Wasser in der Flasche. Da schenken wir einfach gleich ein bisschen nach. Ärgerlich. Kriege ich nicht auf. Licht auch noch kaputt, sowas Blödes. Kein Problem, wenn die Flasche klemmt. Dafür haben wir ja
Viktor! Beim World Champion Wrestling. So, jetzt haben wir wieder alles. Schön. Eine Zeit erst deine Wrestlerlaufbahn besprechen oder fangen wir mit dem Shoot? Hast du parallel angefangen mit Wrestling und Shoot oder ist das dann erst im Laufe dieses Wrestling, der Wrestling-Karriere? Interessanterweise bin ich aus dem Wrestling zum Shootfights gekommen. Ich habe vorher schon gerungen und habe selbstverständlich auch Amateur-Ringer-Moves angebracht im Wrestling. Nur wie jeder weiß, im American Wrestling ist das Ganze ein bisschen mehr auf Präsentation getrimmt und es ist Show-Entertainment, Mensch. Man muss den Leuten etwas zeigen. Wie ich dann nach Japan gekommen bin und es dort einen eher, wie soll ich sagen, strengeren Stil gibt, den sogenannten Strong Style, da muss man schon richtig auch mithalten können mit den Shooters und mit den Griffen, die dann richtig abgehen, die dann die Leute eigentlich nicht so sehen im Publikum. Okay, also du bist vom Football nach Amerika gekommen, in das WCW Power Plant. Ja. Die Trainer haben wir angesprochen. Wie kam es dann? Wie, erzähl uns ein bisschen was über das Blackjack Mulligan. Wie geht es in diesem Powerplant für Leute, die das überhaupt nur vom Namen kennen, zu? Kommt man da rein, man sieht andere Wrestler, die es noch nicht so geschafft haben, vor Television aufzutreten. Wie ist das Powerplant? Ist es eigentlich eine Ausbildung quasi? Das Powerplant, wer ein true Wrestling-Fan ist oder wer auch Wrestler-Aspirationen hat, ist wie ein All-Year-Round-Weihnachtsgeschenk oder ein Weihnachtsgeschäft für Kinder. Nur, dass wir eben alle erwachsen sind und groß. Also du kommst da rein und du wirst weggeblasen von dieser Atmosphäre zwischen, was du eben schon angesprochen hast, von Leuten, die angehende Superstars sind, bis zu Amateur-Champions, die sich eben auch in diesem Feld avancieren können. Und mitten drunter sind dann die Superstars wie Diamond Dallas Page oder Triple H, die da öfters auch unten waren zu meiner Zeit. Und es ist eine ganz eigene Atmosphäre, die einem eine Motivation gibt, die man sonst nicht bekommt. Ich kann das leider in Worte nicht besser fassen. Man fühlt sich einfach gut. Du kommst da rein als Österreicher. Bist du da gleich irgendwie, das ist ja das leider ein Manko der Amis, sie verwechseln anscheinend Österreich mit Deutschland oder wollen das irgendwie, die leben halt noch vor 50 Jahren, wo Österreich noch zu Deutschland gehört hat. Hast du denen wirklich erklärt, hör mal, ich komme aus Österreich, ich komme aus der Steiermark, kannten die das dort auch? Also besonders die Leiter der WCW Powerplant, die sind so schon im Bilde, sie wissen schon um den Unterschied, um den großen Unterschied zwischen Austria und Germany und Vienna, wie schön das nicht ist. Und ja, selbstverständlich hatte ich da am Anfang einen Nickname, der da lautet das Wiener Schnitzel. Amerikanischer, der Wiener Schnitzel ist schon wieder gut. Und sie wollten immer, dass ich immer meinen deutschen Akzent hinein, also jetzt nicht als Deutscher, sondern eben meinen natürlichen Akzent, so wie ich ihn spreche. Und ja, das Wiener Schnitzel habe ich dann ja auch übernommen in einem Live-Interview mit Mean Gene Oakland. Ja, das werden wir dann vielleicht auch kurz ansprechen. What time is it? Time's up. For you to sit back on your sofa and not do anything. Hi, my name is Victor Krueger, and this is Colt 45, Northern California Shots Cuff. And Dirty Pete, out of Huntsville, Texas. Can't hurt steel. That's right, baby. You need to come down to the Victor Krueger Wrestling Academy and join in for a little fun. Wer
waren so deine, gab es da gewisse Sparring-Partner oder Leute, mit denen du am häufigsten trainiert hast, jetzt von den Wrestlern? Also, ja, ich hatte sehr viele Kollegen von ähnlichem Status, like myself, die sind dann nicht so bekannt geworden. Das war ein Big John, die Namen sagen jetzt gar nichts. Der Gambler, den wird man vielleicht noch kennen aus der WCW, ein sehr guter Arbeiter. Dann war der Kenny noch dabei, Kenny, nicht Loggins, aber ein Kenny, ich habe den Namen vergessen. Die Gesichter sind immer das Prägnanteste für mich. Dann selbstverständlich ein Diamond Dallas Page, der hardest working man in the business. Ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren er zu spät angefangen hat, aber er ist wirklich wie ein Doktor, wie ein Professor. Akribisch genau, immer jeden Tag hinuntergekommen mit seiner Mappe, hat sich seine Moves, die er sich zuerst ausgedacht hat, akribisch genau, detailliert aufgelistet in seinem Buch, abgehakt, einer nach dem anderen, wie so ein Work Ethics, ein Fleiß, was natürlich uns dann sagen macht, aha, daher, deshalb ist er der 3-time Heavyweight Champion of the World geworden. Und genau das ist er, das kann ich bestätigen. Ja? Ich habe das selbst gesehen, dass der jedes Mal, obwohl der es nicht musste, jeden Tag hinuntergekommen ist, wann er die Zeit hatte. Und das haben auch einige andere auch gemacht und die sind dann eben avanciert zu den Stars, die sie heute sind. Erste Mal dieses neu formierte Team Oli. Die vier Horsemen reißen Widerstand da, aber ist er wirklich schon ein Horseman, Dustin Rhodes, oder ist er bisher nur der Tag-Team-Partner von Arn Anderson? Diese Situation ist noch nicht ganz geklärt. Auf jeden Fall hat Arn Anderson gesagt, wie er dieses Team sieht. Er will vor allen Dingen gegen Bankhaus Buck und gegen Terry Funk einen ganz anderen Kampfstil aufziehen. Er will genauso zurückzahlen, wie die ihre Kämpfe führen. Aber hier diese Gegner, dieser Viktor Kreuger ist ein verdammter Brocken. 1,95 Meter groß, 270 Pfund schwer. Er ist schon 2 Meter. Er ist 1,94 Meter. Na gut, das ist 99. Na gut, 1,98. Ich habe in meiner Broschüre 1,94 Meter, aber vielleicht war es auch nur auf die Knie gemessen. Auf jeden Fall gewaltig, man sieht es an diesem Körper. Ein Kraftmensch, ja, er soll aus den steirischen Bergen sogar kommen. Oh je, weil kommt da eigentlich nichts Gutes her. Bist du nicht aus der Ecke? Nein, ich bin auch aus der Ecke, ja. Big Otto ist aus der Ecke. Also halte dich ein bisschen zurück, Olli. Du weißt, das ist gefährlich. Jetzt kommt The Gambler rein. Auf The Gambler ein guter Rest, aber er wirkt im Vergleich zu seinem Partner, zu Viktor Kreuger, geradezu zierlich. Die Zeit im Powerplant, wie lange warst du da jetzt genau unten? In Atlanta, Georgia war das, glaube ich? Atlanta, Georgia, baby. It's all peachy. Wann war das jetzt genau? Wann bist du runtergekommen nach Atlanta und wann hast du die WCW wieder verlassen? Meine Footballzeit war ungefähr um 94 zu Ende und das war auch dann Anfang. Nein, es war. Moment, das war 92, Ende 92. Dann 93, Mitte 93 bin ich dann untergekommen und habe dort schon mittrainiert und die WCW Powerplant hat mich dann aufgenommen im Jahr 94. Das heißt, zwischen Ende 93 und 94 bin ich dann aufgenommen worden als Fix-Martyrium, denn das ist alles nicht so einfach. Ich glaube, da werden wir gleich drüber sprechen. Es ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Kids, don't try this at home. These are professionals at work, I tell you. Ja, wie sieht es aus, ein Tagesablauf im Powerplant? Keiner der schwächeren, sondern der härteren Tage. Dazu muss ich meinen ersten Tag, der ist mir wie gestern. Der erste Tag, wie gestern ist er noch in meinem Kopf. Ich komme da hinunter und bin eben jetzt 6 Monate, 8 Monate lang von diesem Freund gepusht worden. Geht er runter. Die wollen ich sehen, the like big guys. Und dann gehe ich endlich runter, ja, mit meinen Cowboy-Stiefeln, engen Jeans und meinem Muscle-Shirt und gehe runter, hallo, da bin ich, ne? Und der Ollie Anderson, der dann später auch einer meiner großen Mentoren geworden ist, war sehr skeptisch am Anfang. Der Jody Hamilton hat sich eher neutral gegeben und Blackjack Mulligan, der hat mich natürlich geliebt. Big guys love big guys. Und, naja, der Ollie Anderson war noch damals bekannt als der Giant Killer. To make a long story short, ich komme da runter, die schauen mich an, ist alles okay. Das war ein Freitag. Und dann haben sie gesagt, okay, gut. Nach einem kurzen Interview haben sie gesehen, was für eine Persönlichkeit ich habe.
ob man die Ausstrahlung verwenden kann, die athletischen Fähigkeiten, meine sowieso schon da. Und dann haben sie mir nur etwas gesagt, komm am Montag, 10 Uhr pünktlich, keine Minute zu spät, bring deine Ausrüstung mit und iss kein Frühstück. Und die kleinen Chuckles hinten von den anderen Trainingskollegen, die haben mich schon etwas ahnen lassen, dass das Training ein bisschen härter wird. Du kommst nämlich hin und fangst an um 10 Uhr, bist du schon aufgewärmt. Fang nicht an, uns zu stretchen, da bist du schon gestretched. Dann fangen wir an. Wir machen 500 Kniebeugen, zu setzen auf 50 oder 100, das kommt darauf an, wie der Trainer damals, der Sarge, ein fleischgewordener Menschen-Bulldog, der es geliebt hat, the big guys zu schinden, bis auf das Blut. Und ein herzensguter Mensch und ein absolut, absolut spitzenmäßiger Athlet. Kann Griff um Griff und Pound for Pound ist er perfect wrestler for me. Er hat es ihm leider noch nicht geschafft, in der großen the Big Man World, also so richtig hochzukommen. Aber das ist mir wie heute noch im Sinn, der Sarge, wenn er zum ersten Mal zu einem Kniebeuge ruft, dann machst du besser die Kniebeugen. Und wenn der eine nicht richtig macht, machen sie ja zusammen, alle den Satz noch einmal. Wahnsinn. Peer Pressure. Du möchtest von den Jungs nicht im Ring auch noch dann zur Schnecke gemacht werden. Ne? Du möchtest ja deine Kollegen ja nicht enttäuschen, dass du vielleicht deine Kniebeugen nicht machst. Wie geht es dann weiter nach dem Rohprogramm im Ring? Was gibt es da mehr? Also achtet man da auf Matches oder dann doch auf Show auch die Elemente? Es wird jedes Element von den amerikanischen Wrestling in Betracht gezogen und es wird an jeder Ecke gefeilt, damit der perfekte Wrestler für sich persönlich in seine Persönlichkeit und Charakter herausbringt, wird herauskommen. Also die erste halbe Stunde war mal eine Schinderei, das ist schon mal ganz klar. Die Schinderei ging dann weiter, wurde verlagert in den Ring. Am Vormittag wurde nur geschunden eigentlich. Denn von nichts kommt nichts. Es tut mir leid, Kids. Ja? Don't try this at home. I gotta say it again. Und dann wird werden solche Sachen gemacht, wie so schnell wie möglich hin und her laufen im Ring zwischen Stahlseilen mit dem richtigen Schritttempo. Danke, Rücken. Er wird es dir danken. Nach einem Monat spätestens kommst du vielleicht einmal, wenn du eine gute Massage hast, eine gute Masseuse hast, kommst du dann vielleicht einmal aus diesen Rückenkrämpfen heraus. Ja? Dann kommt das berühmte Spiel 5 gegen einen. Das heißt, der Neue geht in den Ring und so gut er auch ringen kann, diese 2 bis 5 Minuten, die dann Full Speed gerungen werden, kommt dann ein anderer Gegner hinein und der bleibt im Ring. Denn er ist der Neue. Du musst lernen. Hey, I gotta say it again, kids, don't try this at home. It's a totally different world. Ja, was passiert da? Du kommst rein als Neuer und du ringst gegen jeden, der dort ist. Das heißt, du bleibst praktisch immer drinnen und die können sich ausruhen und da kommt genau. Der Nächste. es erahnt sich, es ist ganz wurscht, du kannst der Beste, Stärkste, Größte und Ausdauerndste sein. Irgendwann mal wird man dich kriegen. Und dann kommt der Knackpunkt. Dann zeigt sich die Persönlichkeit. Bist du hart genug, das durchzustehen? Und da sehe ich ja die Parallele zu Japan. In Japan ist das ganz genauso. Das ist auch nicht nur im Shootfight, sondern auch im Professional Wrestling, wo da 500 bis 1000 japanische junge Athleten zu einem Tryout kommen und die müssen wirklich 1000 Kniebeugen in einem Stück machen. Ob die jetzt, das kommt pausenlos vor, ob die jetzt ohnmächtig werden, wieder zu sich kommen und weitermachen, das ist alles völlig egal. Hauptsache, diese 1000 Stück werden gemacht und dann geht es zu den Kniebeugen, dann geht es zu den Liegestützen. Und so wird in dem Wrestling vorab schon geklärt, was hast du für ein Heart, was hast du für eine Soul, bist du cut out for the business, wie man sagt, bist du auch bereit dafür, das zu machen. Wie sieht es dann aus, wenn ist es eine 5-Tage-Woche oder gibt es da 5-Tage-Woche. 5-Tage-Woche. Und 10 Uhr in der Früh, wie gesagt, sei schon gestretched. Ja? 10 Uhr in der Früh bis um 3.30 Uhr. Früher weggehen gibt's nicht, denn dann bist du raus. Ach so. Ja? Du hast eine halbe Stunde Zeit.
Da kommt dann ein Lunch Truck, da kommt mit den Sandwiches, mit Turkey Sandwich oder Ham Sandwich und so weiter. Da darfst du auch nicht zu viel essen, Mensch. Das geht dann gleich nachher wieder weiter. Und dann es wird einem schon insofern ein Break gegeben, indem man dann Filme ansieht von Matches, die man schon gemacht hat unten bei der Powerplant. Die haben ja da 3-4 Ringe stehen. Da kannst du immer 3-4 Matches gleichzeitig machen. Das geht den ganzen Abend. Der ganze Tag ist da ab, oder? No business like this business. Aber das Wochenende ist dann erholsam, oder was machst du da? Das Wochenende ist insofern erholsam, weil du ja dann gebucht bist auf diversen Hausshows. Entweder irgendwo in Fayetteville, Georgia. Das ist ja dann angenehm, wenn man dann 10 bis 15 Minuten im Ring steht und das war's dann. Ja, richtig, ja. Das ist aber dann, bis es einmal so weit kommt, ja. Dass das alles auch richtig abgeht im Ring und dass das terminmäßig und verletzungstechnisch dann auch abgeht, musst du ja auch von Verletzungen relativ verschont bleiben. Was vollständig natürlich nicht zu machen ist. Deswegen haben wir auch unten bei der Powerplane einen schönen Training Room gehabt mit eigenen Ärzten, die dich versorgen und einem schönen, herrlich großen Whirlpool mit Eis drinnen. Ja, zur Schwellung kühlen. Ja, für die Schwellung und für die blauen Flecke. Und wer waren dann dort deine besten Buddies unter den Wrestlern in Atlanta? Gab es da einen? Da gibt es ja immer so, ja. Die hängen mit dem rum, die hängen mit diesem Typen rum. Shawn Michaels zum Beispiel mit seiner Clique, Hogan's Friends. Sag ich mal, ein sehr guter Buddy von mir, der schon allein deshalb, weil er nicht in die Powerplant gekommen ist. Ja. Nein, man kann einmal mit einer Daumenregel ausgehen. Bist du auf der same pay scale, bist du guter Buddy. Ja? Bist du auf einer totally different pay scale, like the Heavyweight Champions oder Hulk Hogan, Hogan Friends und so weiter, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Es ist eine Art Klickenbildung, die sich von natürlich gibt. Es ist keine Absicht, aber so ist das halt. Und ja, Diamond Dallas Page war ja ein guter Buddy. Und Johnny B. Badd damals noch. Mark Merrow, richtig, ja. Damals noch der Johnny B. Badd ist auch noch oft heruntergekommen, kann ich mich erinnern. Und hat zusammen trainiert mit uns, ja. Steve Austin war der doch damals dort? Steve Austin war in der WCW, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich ihn einmal in der Powerplant gesehen habe. Ich kann mich wohl entsinnen, aber an einen sehr lustigen Moment mit Steve Austin, wo wir unten waren mit der ganzen WCW auf einer Woche lang in den Orlando MGM Studios, um dort unsere TV-Shows abzudrehen. Und da haben wir auch Promos gekartet, selbstverständlich kurze Interviews und Bilder geschossen. Und das war in SeaWorld, wo wir zwischen Promos dort gesessen sind. Wer ist da nochmal? Der Typ, der... Ric Flair, Nature Boy. Genau, der Nature Boy hat da drüben sein Interview gemacht und so weiter. Und der DDP hat dann da drüben sein Interview gemacht. Und wir hatten kurze Zeit, sind da gesessen. Und da kommen natürlich Leute vorbei und sie fragen uns, Steve sitzt neben mir, ich mit den langen Haaren, sitzt auch daneben und da kommt einer her und fragt mich, du, ich hab dich schon mal gesehen, du bist ein Wrestler, nicht? Sag ich, ja. Zeigt das kleine Mädel auf mich und sagt, ich kenne dich aber, du bist der, und ich sage aus Scherz, ich habe wirklich nichts Böses dabei gemeint, ich bin Stunning Steve Austin. Und dann meinte sie, ich habe noch nichts von dir davon habe ich noch nichts gehört. Aber ich kenne dich von irgendwer und Steve sitzt neben. Und das war eigentlich, ja, er hat das ganz locker genommen, selbstverständlich. Es waren keine echten Wrestling-Fans in diesem Sinne. Und es war ganz witzig so. Hat dabei sein müssen. ich gehe kurz in diese Jahre zurück, wo ich das auch schon sehr intensiv verfolgt habe. Da war ja, glaube ich, auch kurz der ehemalige CBA-Star Cannonball Grizzly, a.k.a. PN News drüben, oder? War das... Cannonball Grizzly war in der WCW, ja, das war aber... War das nicht zu einer anderen Zeit? War vorher schon, ja. Das heißt, von den CBA-Zeiten, die dann folgten, gab es da irgendwelche... Fit Finlay war, glaube ich, auch... Das war eigentlich eine Zeit, wo... Nein, mit Fit Finlay und mit Cannonball Grizzly bin ich zusammengekommen in der CWA. In der CWA, ja, dann? Das war dann 95. Sommer. Scott Hall gab es, ja. Den gab es in der WCW. Ja, wie kam der so rüber als Mensch? Ja, nein, es war ein... The Diamond Stud. The Diamond Stud. Er ist ein leibender Typ. Man kann mal nicht sagen, er ist ein sehr guter Arbeiter. Seine persönlichen Probleme haben vielleicht ein bisschen was von seiner Arbeit überschattet, aber für mich nimmt das nichts weg. Er ist aber leider nicht. Kevin Nash, war der da schon dabei? Kevin Nash. Winnie Vegas? Winnie Vegas, ja.
das war, da kann ich mich auch an einen sehr guten Moment erinnern, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Kevin Nash ist ein bisschen größer noch als ich, ja, ja. Aber wir haben, wenn wir die Haare offen, so ungefähr das, die gleiche Silhouette und vor allem von Weitem. Und wir haben damals noch in einem Hardcore-Gym in Marietta, Georgia trainiert. Grow or die, baby, das war der Spruch. Und da kann man sich ja vorstellen, wie es da abgegangen ist. Also ein Hardcore-Gym bis zum geht nicht mehr. Und ich bin gerade am Kommen und er ist am Gehen. Und er geht bei der Tür raus und ich komme so halb über den Parkplatz drüber und da sehen wir uns von der Weite und so. Und es war so ein Twilight Zone-Moment. Ich dachte, ja, was ist jetzt? Da habt ihr euch noch nicht gesehen vorher? Wir hatten uns bis dato noch nicht vorher gesehen. Ja. Und das ist ja, ein eindrucksvoller Moment, wenn man sich selbst auf der Straße sieht. Gegrüßt und wie war das so? Hi, buddy, how are you doing? Ja, sind wir uns noch nicht so begrüßungsweise näher gekommen, aber dann später in WCW dann. Aber auch nur flüchtig. Wie gesagt, das sind die Kicken, die sich da gebildet haben. Free Birds. Hast du die kennengelernt? Die Freebirds haben Michael Hayes und Jimmy Michael Garvin. Michael Hayes habe ich kennengelernt, also das ist richtig. Ja, wie sind die Typen so? Ich kann mich nur wiederholen, Michael Hayes ist ein absolut leibender Haberer. Auch hier immer locker drauf, immer locker in Spruch und so. Eben Freebird-Style. Jimmy Garvin, gab es den noch? Jimmy Garvin, den gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich glaube, der Jimmy Hayes war da solo unterwegs. Ah, Michael Hayes. Sting, wie kam der rüber? Absoluter Topstar. Absoluter Profi. Hatte nicht sehr viel Zeit mit ihm was zu plaudern, weil er immer die ganze Zeit von einem Termin zum anderen gehastet ist. Und ja, spitzmäßig. Er hat ja auch zusammen mit Lex Luger damals in Atlanta das Fitnessstudio aufgemacht, Main Event Fitness, wo dann die ganzen Wrestler trainiert haben. Und das war auch spitzmäßig, weil über drei Ebenen mit unten mit Swimmingpool und ja, was soll ich sagen, genau das Richtige für Wrestler. The Rhodes Family, hast du die kennengelernt? Dustin Rhodes hatte ich sogar einmal die Ehre, gegen ihn zu kämpfen im Tag. Das war das Tag Team mit mir und dem Gambler gegen den Dustin Rhodes und den Arn Anderson. Wir hatten damals kurze Zeit, hatten wir Zeit, mit denen in den Ring zu steigen. Ja, war cool. War ein cooles Match. Wen gab es da noch? Barry Windham. Barry Windham. War der Sohn von Blackjack Mullen. Der war nicht die Horsemen. Ich weiß nicht, ob diese Fraktion damals bestand in dieser Formation. Windham, Anderson, the Four Horsemen. The Four Horsemen, ja, die Formation. Die gab es ja eigentlich immer, oder? Die hat immer in irgendeiner Art und Form bestanden. Und zu der Zeit war sie wieder voll im Kommen. Ja. Ja. Also, du warst eigentlich in einer Zeit drüben, wo es eigentlich top war, die WCW. Ja. Hulk Hogan ist dann auch kurz gekommen. Hulk Hogan, das war dann. War das dann nachher? In einer späteren Zeit war das. Da hat sich dann alles geändert. Ja, ja genau. Das der Hulk Hogan ist gekommen. So wie der Hulk Hogan den Vertrag unterschrieben hat bei der WCW, hat sich einiges geändert. Zum Beispiel auch bei den Locker Rooms. Die waren auf einmal ganz clean, alles sauber. Wir hatten sehr gute Fresh Fruit und Iced Tea und alles Mögliche zu trinken. Also er hat die Show wieder angehoben um einen Nudge. Ja. Er war sehr gut. Vader war auch zu diesem Zeitpunkt drin. Da hat sich was gekreuzt, glaube ich. Und Vader war dann schon eher aus dem Weg hinaus. Aha, hat es noch eine Eskalation gegeben mit dem Mr. Beautiful, glaube ich. Ne? Wonderful. Paul Orndorff, den habe ich ganz vergessen. Paul Orndorff, ja. Da war diese eine Geschichte im Lockerroom, wo Paul Orndorff mit dem Vader zusammengekracht ist. Ah, mit dem Vader. Und der Big Man hat Haare lassen müssen. Und das noch dazu mit einem Paul Orndorff mit einem schmalen Arm und in Sandalen. Aber der Orndorff gilt ja, das sind ja diese Leute, die oft unterschätzt werden, oder? Paul Orndorff ist eine harte Sau. Ist als absolut, ja, fällt in die Kategorie harte Sau, muss man absolut sagen. Und ist ein absolut leibender Typ noch dazu. Ich hatte die Gelegenheit, wenn immer man mit ihm in einem Raum ist, kommt man nicht drum herum, mit ihm in ein Gespräch zu kommen. Er ist ein outgoing Mensch, very friendly. Im Powerplant, glaube ich, auch Trainer dann gewesen, wo du warst. Oder war Orndorff? Ja, er ist mit der Paula ist er untergekommen. Paula. Mit Paul Roma. Paul Roma. Der dann auch in der CBA dann hier einen Weltmeisterschaftskampf, glaube ich, gemacht hat. Was war dann mit den, ich überlege gerade, wer da noch war in der Zeit, den Bagwell und den... Diese American Males, was ist Scotty Riggs, der auch ein bisschen abgehoben ist, oder? Der Scotty Riggs ist ein bisschen abgehoben, ja. Ich bin mit ihm aufs gleiche College gegangen und da hatten wir wieder das Problem mit der Pace Scale. Er ist ein bisschen früher abgehoben als ich, ne? So, und
Da war das mit den American Males auch vielleicht ein bisschen zu sehr in seinem Kopf drinnen. Aber ich kann jeden Fan beruhigen, er ist wieder ein bisschen zu sich gekommen, er ist wieder zu seinen Sinnen gekommen, ich habe ihn getroffen, wieder in Hannover. Und ja, ist eigentlich auch ein ganz, ganz netter Typ. Was soll ich sagen? Hast du die Zeit noch erlebt, wo kurzfristig El Gigante in der WCW war? Der Argentinian, der unglaublich, das war, glaube ich, der absolut größte Mann im Wrestling. Ja, nein, weiß ich nicht, ob das der absolut größte Mann war. War das nicht der Paul White? Also das, ich glaube, der El Gigante war noch größer. Achso, das war der mit dem Bodysuit. Ja, aber in der WCW, der war vorher ja in der WCW als El Gigante. Und dann ist er in die WWF gekommen mit diesem komischen Giant Gonzalez-Gimmick. Ah, ja, richtig. Und da kann ich mich noch erinnern, da war kurz in der WCW und da wurde er ziemlich gepusht. Ja. Nein, da kann ich leider nichts dazu sagen. Ich kann nur Paul White kann ich. Paul White, the Big Show, wir sprechen hier über The Big Show. The Big Show. The Big Show, da war er damals eigentlich. Er ist big. Ja. Ich habe ihn kennengelernt, wie er ganz am Anfang noch sozusagen probeweise im Locker rumgekommen ist. Da kommt auf einmal so eine Gestalt, die alles verdunkelt. Das bin normalerweise ich. Ja. Da kommt einer, der noch ein bisschen größer ist. Und solche Hände ist natürlich für mich, hallo. Ja. Ja, ein sehr, sehr netter Typ und ist zu einem sehr korrekten und einem geradlinigen Arbeiter geworden. Er ist, glaube ich, noch immer stetig mit der WWE. Ja, WWE, also der Big Show ist ein bisschen, wird halt nicht so richtig gepusht ständig. Also er kriegt so gewisse Runs, sage ich mal, und dann fällt er wieder in irgendwo zurück. Ich weiß nicht, in der WCW war er ziemlich am Main Eventer dann, halt, aber. Er hat sich in der WCW hat er sich zum Main Eventer geworden, ja. Also, und er war zur gleichen Zeit wie du im Powerplant, oder hat er auch? Ja. Hat sich auch im Powerplant abgearbeitet quasi. Er hat, wann es ihm möglich war, von seiner körperlichen Konstitution auch, ja. Sein großer Körper muss ja fit gehalten werden. Wann er immer die Chance gehabt hat, ist er auch hinuntergekommen mit seinem Manager. Ich kann mich erinnern, wer das war damals. Aber, ja. Apropos Manager, gab es damals auch noch den Jimmy Hart in der WCW? Da Mount of the South, of course, brother. Da kam er auch mit. Kam der mit dem Hogan oder war der vorher schon? Nein, der kam mit dem Hogan. Das sind die Leute, die ich Hogan's Friends nenne. Ja. Wie ist dieser Jimmy Hart so backstage? Oder? Ja, wie Frontstage. Er ist ein Gimmick. Es ohne den Megafon, mit dem Megafon. Er ist das Megafon. Er ist das Megafon. Hast du denn diesen Sir Oliver Humperdinck noch kennengelernt? Humperdinck. Dieser ehemaliger Manager von Bam Bam Bigelow. Ich glaube, der war kurz in der WCW, der Big Daddy Dink. Ich weiß nicht, ob der damals auch noch Manager war in der WCW. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Den Road Warrior Manager hast du den Chip Paul Ellering? Ellering? Kann ich mich auch nicht erinnern. Doch nicht. Und ich kann mich an viel erinnern. Aber an das nicht. Die Road Warriors hat es da, glaube ich, waren die Road Warriors damals in deiner Zeit? Nein, die Road Warriors waren damals independent oder auf dem Weg nach Japan. Aha. Oder in Japan sozusagen. Mhm. Ja, ich glaube, mir fallen jetzt eh keine ein mehr in der WCW damals, wer noch groß war. Ja, Ron Simmons vielleicht? Den Ric Flair? Gab es da irgendwelche Stories? Flair's Friends? Ron Simmons war Flair's Friends? Ja und nein. Ron Simmons. The All-American. Da habe ich eine gute Geschichte mit Ron Simmons. Der hat einmal ein Match gehabt mit Fans in Europa von der CBA, werden das Sie den Namen noch kennen, Choo Choo Ice Train. Ja. Dann hatte er ein Match mit ihm und da ist irgendwas nicht korrekt gegangen und der Ron Simmons, der alte Audi, der hat ihn verbraten bis zum Gedächtnis. In dem Match dann? In diesem einen Match, ja. Und das ist der Moment, wo dann alle Boys im Lockerraum zusammenkommen und hinten auf die Monitore schauen. Man kann ja leider immer nicht das Match verfolgen, man sollte alle Matches verfolgen, um zu sehen, was da los ist. Ne? Ja. Das ist dann immer der Moment, wo die Leute sagen, look, it's a shoot! Und auf einmal siehst du da den weiß nicht, 160 Kilo Brocken, der durch die Gegend fliegen, links und rechts und links und rechts und mit dem Gesicht hast du von Ron Simmons. Also, wir haben alle schon gewusst, was läuft. Also, Nämlich für den Ice Train nichts mehr. Das sind dann die Momente für die Tape-Sammler, die dann dieses Match schon verzweifelt suchen und sich das unbedingt anschauen. Ja, also genau. Ron Simmons gegen Ice Train irgendwo, vielleicht bei einem Clash of the Champions oder was. Das hätte aber auch ein ungeschultes Auge sehen können, dass da was nicht gestimmt hat. Apropos Ron Simmons, da gibt es ja noch einen farbigen, der war, glaube ich, auch zu der Zeit Too Cold Scorpio. Too Cold Scorpio, ein fabelhafter Athlet und ein ausgezeichneter Mensch. Immer gut drauf. Und einige Kinder, habe ich gehört, er hat das schon gezeugt. Ja. Waren 5-, 6-facher Vater? Ich
kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, er wird sicher selbst ganz genau sagen können, aber alles, was ich mit Tuchel sagen kann, ist ein Move nach dem anderen, immer fit, immer drauf und immer gut in Schuss. Der Kevin Sullivan fällt mir jetzt gerade noch ein, der war doch damals schon in der WCW ziemlich einflussreich. Ja, das war auch ein Booker. Ein Booker. Nicht so groß wie Flair und Hogan und so weiter, aber er war ziemlich einflussreiche Person damals. Und hat er dich gut behandelt oder würdest du sagen, hat er eigentlich Verantwortung gehabt? Naja. Er hat gesagt, der Viktor Krüger hat dieses Match oder dieses Match. Wir waren da zuständig. So das kann Booking. Ich nicht genau sagen. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht. Du hast immer das Sheet of Paper bekommen und da stand dann drauf, heute genau, dieses Match. Genau. Terry Taylor war der damals in der WCW? Terry Taylor war in der WCW, der hat damals noch sein Comeback versucht. Mainly als Trainer. In der Powerplant hat er sehr viel geholfen und hat sehr viel von seiner Erfahrung weitergeben können. Also, muss sagen, gut ab, ja. War da auch damals Steve Regal, war der schon in der WCW? Steven Regal war in der WCW. Dave Taylor. Richtig, ja. Dave Taylor war nicht in der WCW, den habe ich damals nicht kennengelernt. Und Alex Wright habe ich auch kennengelernt. Hast du noch, ja, sagen wir was dem Alex Wright, der ist dann praktisch, hat dich abgelöst, oder? Als deutschsprachiger. Ja, das war dann eigentlich keiner mehr. Richtig, ja, das war so eine Überschneidung sozusagen. Ich war dann schon fertig mit dem College und so weiter. Und da ist der Alex Wright gekommen, damals noch kleiner Spindeltürer, so glaube ich heute noch, ne? Ja, also hat sich nicht viel verändert. Nichts wie ungut, Alex, aber ein guter Athlet, muss ich sagen, ein feiner Kerl. Ich habe ihn kennengelernt in Atlanta, Georgia, wir sind ein paar Mal weggegangen. Ja, feiner Typ. Bobby Eaton, der Midnight Express Member früher. Midnight Express Bobby Eaton hatte ich nicht so viel zu tun, ja. Aber der war auch der Witz, als Lord Earl Robert Eaton's crappy Gimmick. Ja, wie gesagt, das ist das Special Flair an der Powerplant, wenn du da unten bist, wenn es wirklich auch harte Arbeit ist. Es ist ständig was Neues, es ist ständig ein Wechsel, es ist alles im Kommen und Gehen. Einmal kommt der rein, da drüben machen die ihr Geschäft und im Sinne von Wrestling-Geschäft jetzt. Und es ist einfach eine einmalige Sache gewesen. Ich denke sehr oft daran zurück an die Zeit. Mich würde interessieren, weil das Thema Gagen oft fällt, was hast du dort verdient in der WCW etwas? Wo man sagt, man kann damit leben, trotz dieses... Man kann damit leben, man muss sich das aber sehr, sehr gut einteilen. Ja. Wenn man es mal bis so weit geschafft hat, dass man auf einem Training-Schedule ist, dass man bezahlt wird von der WCW, kann man sich schon sehr gut darauf konzentrieren, dass man wirklich nur das Wrestling macht, dass man an seinen Interviews arbeitet, auch zu Hause dann seinen Körper weiter dorthin bildet, wo man ihn haben will. Und ja, das war nicht schlecht. Aber Millionär wird man kein. Nein, naja, aber sag mal, du hast ja gesagt, das habe ich jetzt von früher mal erfahren, dass du einen anderen Namen gehabt hast. Bist du jetzt abseits der WCW auch in Amerika woanders aufgetreten, in die Ligen? Ach so, ja, selbstverständlich. Oh, ja, ich weiß schon, worauf du anspielst. Gut. Guter Übergang. Ja. The Master of All Evil, ladies and gentlemen. Das war mein erstes Match. Wie kam es zu diesem Auftritt und Namen? Zu diesem Auftritt kam es durch Scotty Riggs, eben ein alter College-Buddy von mir. Und wir hatten schon vorher zusammen was gewrestelt, bevor ich noch in die WCW aufgenommen wurde. Und da hatte ich noch selbstgebastelte Wrestling-Stiefel. Es war eine schöne Zeit und es hat uns alle gefreut. Aber wir wollen nicht mehr zurück. Ich hatte damals ein Match vor geschriebenen 25 Leuten am Wochenende in irgendeinem in einer Barn, in irgendeinem Heustadel. Was? Irgendwo in der Grenze zwischen Georgia und Alabama, Brother. Und da war ich der Master of All Evil. Nicht einmal eine Promotion, das war einfach ein Wrestling. Doch, das war die, Moment, wenn ich mich so recht entsinne, Bob hat der Promoter geheißen, frag mich bitte nicht nach dem Nachnamen, ich habe ihn irgendwo zu Hause in den Files. Und es war die Georgia, nein, die Alabama-Georgia Wrestling Alliance. Aha. Ja, aber das war es schon eigentlich. Der Superstar war dort Scott Riggs. Scotty Riggs war eindeutig der Superstar dort und er hatte schon sich in der WCW einen Namen gemacht und hat dann immer noch bei seinem alten Lehrmeister sozusagen seine Shows unterstützt und mitgemacht, obwohl es da nicht so viel zu holen gab. Welches Match hattest du da genau als Master of All Evil? Ich hatte das Match gegen den Cyclone und Cyclone, ein ausgezeichneter, feiner Typ, nur war mal gerade mal die Hälfte von mir, auch größenmäßig, es hat ziemlich witzig ausgesehen und als Master of All Evil war ich nicht ganz so over.
Nicht so? Nein, da war ich überhaupt nicht drüber, denn ich bin herausgekommen und die Leute haben sich eigentlich für mich sympathisch gezeigt und nicht als der Meister von allen Bösen, der uns jetzt kommt, die Kinder zu rauben. Ne? Also ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass die Leute mich da als den Bösen entlarven. Du warst dann praktisch durch deine Größe, was du dann... Das war ein Schuss daneben. Ja. Na gut, das kann ja, wie gesagt, diesen Effekt haben ja schon andere auch miterlebt. Ja, gab es da noch was in Amerika, wo du dich zurückerinnern kannst? Jetzt WCW, glaube ich, haben wir abgeschlossen. Also sehr viele Dinge, wo ich mich zurückerinnern kann, ja. Im Allgemeinen kann ich sagen, es war echt eine schöne Zeit. Es war harte Arbeit. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele Erfahrungen durchgemacht. Ich habe sehr viele Plätze gesehen, many places to go. WCW. Welche die Leute damals frevelhafterweise als Abkürzung für We Can't Work genommen hatten. Aber es war eine harte Arbeitszeit und es war wirklich sehr gut. Das ist alles drumherum. Man kann keine einzige Person eigentlich so jetzt heraussingulieren. Und um nochmal zurück zu kommen, um das Kapitel Amerika abzuschließen, was war dann der ausschlaggebende Grund, wo du gesagt hast, du gehst jetzt zurück nach Europa? Hat die WCW gesagt, okay, Victor, sorry, we had a great time, but we have no job. Und das war eben diese Hogan-Zeit, oder wo Hogan zurückkam. Das war dann, wo Hogan zurückkam. Und man hatte mich schon eingesetzt, so dass ich niemals verloren habe, aber man hat mich nie in Mainstream richtig in die Schusslinie gebracht. Selbstverständlich stand ich alleine auf der Flur, als einsamer Wolf sozusagen, ohne Family and Friends. Hätte mich vielleicht mehr an den Hogan dran machen müssen. Das war schon alles ganz gut, wie das passiert ist und wie das gegangen ist. Es hat ihm halt so gepasst gerade, dass mein College war zu Ende. Ich wollte ein bisschen zu viel in der WCW vielleicht. Ja, in dieser Zeit. Diese Gedanken. Da waren die Leute waren da vielleicht noch nicht bereit dazu. Und es hat gerade gepasst, dass die CWA dann eine Tour gemacht hat. Und habe sie ja dann auch noch, da war die CWA gerade ein bisschen am wirtschaftlichen Absinken und so weiter. Und mein Kommen, das kann ich auch mit Stolz verkünden, hat das Ganze wieder ein bisschen abgelüftet, zumindest mal für 2-3 Jahre. Mhm. Ja, wir hatten einen sehr guten Kader da, wie ich da gekommen bin. So Finley Grizzly und so weiter. Da war ein Rodney Price mal dabei. Titan. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in die CWA wechseln, werden wir ein kurzes Break machen und natürlich auch immer wieder Footage zeigen von Victor, Clips oder natürlich europäische Fernsehauftritte, alles das haben wir hier. Also jetzt mal einen kleinen Break. Zu Besuch bei Rambo und dem Bremer Neuling Viktor Krüger aus Graz. Ja, wer kommt denn da? Die Jens Neuling. Presse. Grüß Gott. Herrlich, alles klar für die erste Nacht, Mensch. Ich sage, das wird nie wieder so, wie es früher einmal war, ja? Alles aufgeregt und alles bereit zum Kampf. Viktor Krüger soll gegen den Fiesling kämpfen, gegen Fritz Finlay. Früher schmiss er uns aus der Kabine, jetzt ist er verhältnismäßig zahm. Look at the devil here. Der Teufel, das Biest gegen den schönen Hünen aus Graz, ein Kampf, der auch unseren Kameramann beeindruckt. Finlay erkennt schnell, dass Viktor Krüger auf legalem, das heißt sportlichen Wege nicht beizukommen ist. Street Fight heißt diese Variante, auf die der 140 Kilo Mann Viktor nicht vorbereitet ist. Den Kampf beendet Otto Wanz.
Disqualifikation für Fit Finlay, aber der Kampf findet seine Fortsetzung hinter den Kulissen. You think you're fucking bulletproof, huh? Bitch! I'll kill you! That's enough! I'll fucking shoot you! Huh? You want the rules? I give you the rules, goddammit! I give you the fucking rules! Sie kämpfen bis zum Umfallen. Erst wenn ein Shootfighter regungslos am Boden liegt, ist der Kampf beendet. Der Steirer Viktor Krüger ist einer dieser Gladiatoren der Neuzeit. Er geht richtig zur Sache. Brutalität in Reinkultur. Für wenig geübte Kämpfer, die sich selbst überschätzen, kann dieser radikale Kampfsport nicht nur mit einem K.O., sondern mit dem Tod enden. Viktor Krügers Kampfgewicht 130 Kilo. Dem Terminator aus der Steiermark geht es nur um den Sport. Absichtlich verletzen möchte er niemanden. Das wäre für mich eventuell ein Grund, meine Kick schon an den Nagel zu hängen. Ich bin nicht im Ring, um jemanden absichtlich zu verletzen. Außer er will es so. Ich bin nicht im Ring, jemanden aus dieser Welt zu schaffen. Ich bin im Ring, um meinen Kampf zu gewinnen. Jetzt kämpft die steirische 2-Meter-Eiche für die Anerkennung seines Extremsports in Österreich. Der studierte Betriebswirt ist sein eigener Manager und Promoter. Er möchte das Shootfighting bei uns so populär machen wie in Japan, wo er zur kämpfenden Elite gehört. Der Extrem-Wrestler versucht, Richard Lugner für seine Pläne zu gewinnen, um in seinem Einkaufszentrum Kämpfe zu veranstalten. Der Baumeister ist ganz Geschäftsmann. Richard Lugner weiß, dass sich nur klingende Namen in bare Münze verwandeln lassen. Wurz und dann Deutscher der Frenzen, die ziehen wieder. Also, dass Leute kommen, sie kommen nur mehr bei großen, wirklich tollen Burschen. Und das ist die Problematik. Und die Problematik ist, ob es Spaß macht, wenn sie kein volles Haus haben, das trotzdem abzuwickeln. Zumindest um den Fighter-Nachwuchs muss sich die Kampfmaschine keine Sorgen machen. Der Wrestler Pete Johnson will bei Viktor Krüger neue Griffe lernen und seine Technik verbessern. Der Catcher ist eindeutig unterlegen und merkt rasch, dass Shootfighting keine Show ist. Schnell wird er von Viktor Krüger aufs Kreuz gelegt. Und der 31-jährige Profi weiß ganz genau, worauf es im Ring wirklich ankommt. Wenn man in den Kampf reinkommt, dann sieht man den Menschen nicht mehr als Mensch, Augen, Kopf und so weiter, sieht man das Ziel. Das ist nicht das Kind, sondern das ist Target. Target 1, 2, 3. Nieren, Leber, Pum. Zwergfell. Bei dieser radikalen Form des Zweikampfs muss die Schmerzgrenze besonders hoch sein. Auch Architekturstudent Armin wird von Viktor Krüger hergenommen, bis die Knochen knacken. Bein- und Armbrüche sind bei diesem Sport keine Seltenheit. Der 25-Jährige möchte unbedingt Extreme Fighter werden, zu den ganz harten Kerlen gehören. Er ist von diesem bedingungslosen Sport fasziniert, obwohl er weiß, dass er dabei sein Leben aufs Spiel setzt. Das Risiko liegt bei mir. Ich bin alleine für verantwortlich. Niemandem, oder? Jeder kann mit seinem Leben machen, was er will, sag sie. Und dann ist das Beste daraus. In vielen Ländern ist Shootfighting verboten. Der Kampfsport ist zu brutal und zu gefährlich. Obwohl die Art des Kampfes, die Viktor Krüger betreibt, bereits die entschärfte Variante ist. Es gibt die ganz brutale Form. Ein Käfig, die Tür geht auf, zwei Fighter hinein, nur einer darf heraus und der auf den Füßen noch gehen kann. Das heißt, da ist alles erlaubt. Da ist nichts verboten. Das ist eine Wirtshausschlägerei im Käfig. Auch wenn Viktor Krüger keine Wirtshausschlägereien im Ring liefert, seine Freundin Simone lebt in ständiger Sorge um ihn. Seit 5 Jahren ist sie mit dem Shootfighter zusammen. 5 Jahre in ständiger Angst um sein Leben. Wenn ich das überhaupt nicht mehr anschauen kann, also wenn ich dabei bin und das nicht mehr anschauen kann, dann gehe ich sowieso raus.
und hoffe immer nur, dass ihm nichts passiert. Passiert ist Viktor Krüger schon genug. Er hatte schon mehrere Knochenbrüche und hat bei einem Kampf sogar einen Zahn verloren. Alltag bei dieser extremen Sportart. Ans Aufhören denkt er deswegen ganz und gar nicht. Er wird wohl erst dann aufhören, wenn nicht sein Gegner, sondern er endgültig regungslos am Boden liegt. Viktor Krüger. Wird man sie wiedersehen? Naja, bleibt abzuwarten, ob sie auf der WWA noch einmal im Team zu sehen sind. Ich bin gespannt, ob Viktor Krüger bei jedem... Sind Sie Strafzeug gut? Stehen wir oder was? Ja, Strafzeug finde ich gut. Bei Frauen nehme ich an, ne? Aber nur bei der richtigen Frau. Oh, bei Ihnen hat ja auch ein bisschen was davon. Diese Overdies, kann man fast als Overdies bezeichnen. Overdies, ja. Wie ist denn das bei Frauen? Was ist der Unterschied zwischen Frauen-Catchen und Männer-Catchen? Ich würde mal sagen, Männer-Catchen geht ein bisschen fairer noch zu als bei den Frauen. Die Frauen sind da ganz brutal, muss ich sagen. Brutaler als die Männer? Brutaler als die Männer, ja. Also Haare reißen, Katzen beißen. Tatsächlich? Wie kommt das? Ich kann mir das nicht erklären, warum das nicht kommt. Vielleicht sind die Frauen auch etwas mehr kompetitiver als die Männer, nicht wahr? Frauen sind fieser, wollen Sie damit sagen? Fieser nicht, aber sie möchten natürlich da in das Geschehen beinhart eingreifen, nicht? Ja. Sagen Sie, Catchen hat ja was mit Erotik zu tun. Wenn man so die Mädchen in der ersten Reihe sieht, mit hängender Zunge, ne, die da oben rauf gucken, das ist ja doch sehr sexy, oft wirkt das auf manche, ne? Habe ich noch nicht gemerkt. Wo war das? Achso. Hab ich noch nicht gemerkt. Da glaube ich Ihnen kein Wort. Thema. Ganz ehrlich, Viktor Krüger, auch mal Pommes mit Mayo oder ist das tabu? Nee, das muss auch sein, nicht wahr? Leben heißt nun mal Leben und nicht an das Ziel kommen. Aber ich jetzt darauf achten, tun Sie schon. Nein, ich achte eigentlich streng darauf, nicht? Ich achte schon, dass ich so wenig wie möglich Fett zu mir nehme, sehr viel Protein und Kohlenhydrate, nicht wahr? Und die Mineralstoffe und so weiter. Klar, sonst wäre das auch alles nicht so knackig aus, ne? Aha. Jetzt sagen Sie mir mal, es halt, also beim Catchen so richtig wehtun, richtig verletzen tut man sich da ja nicht, ne? Ach so? Nee, da verletzt man sich eigentlich häufiger. Nicht nur, also die Verletzungen, von denen ich spreche, sind nicht so sichtbar. Die ist wieder mal ein Aber da ist eine Narbe, da ist eine ganz lange Narbe. Ja, das ist eine sichtbare Wunde, die ich mir in Hannover zugezogen habe. Wie ist das passiert? Ja, das war ein Unfall im Ring, nicht wahr? Das war auch keine Absicht oder so etwas nicht. Es ist einfach an diesen Ösen da von einem Catcher ist eine Öse hier hängen geblieben und gut, das kann passieren, war aber nicht böse. Nee, es ist schon so, nicht, dass wir alle Sportler sind, nicht wahr? Und wir müssen natürlich gewinnen, wir möchten auch gewinnen, dass wir uns gegeneinander hier ernsthaft wehtun. Das gibt es in keinem Sport nicht, das muss man auch mal zusagen. Fair bleiben ist wichtig. Ja. Wir kommen wieder zurück. Viktor, du hast es angesprochen, die Zeit in Europa, Amerika war ein unglaublich herrliches Erlebnis für dich. Das, wie gesagt, ganz wenige Europäer nur schmecken konnten. Du bist einer von den wenigen. Darf mich glücklich schätzen. In Europa ging es dann weiter und da gab es einen ganz großen, schwergewichtigen Mann, Big Otto. Wie bist Big du Otto mit Big Otto überhaupt in Verbindung gekommen zur CWA? Naja, ganz einfach. Ich habe mich gemeldet aus Amerika. Ich habe gesagt, grüß Gott, ich bin der Viktor Krüger. Ich habe bei der WCW schon gearbeitet. Der hat ja schon offensichtlich von mir gehört gehabt. Ganz so unbekannt war ich ihm nicht. Das war dann eben so, der Kontakt ist eben so zustande gekommen, dass ich gesagt habe, ich komme jetzt rüber. Wie schaut es aus? Brauchst du jemanden, der 2 Meter groß ist, 130 Kilo schwer, ne? Und so ausschaut, bing, das Foto gleich hingezeigt. Ja. Und er hat das am Anfang noch nicht ganz für bare Münze genommen und hat das alles nicht so richtig glauben können, wie wir später herausgefunden haben. Und es war umso witziger, wie ich dann auf einmal bei ihm im Büro in der Leonhardstraße in Graz aufgetaucht bin. Und da hat er schwärmenderweise den Herrn Dr. Steocke, den darf ich da zitieren, da kommt so ein imposanter Riegel rein und er ist noch dazu ein Österreicher. Und der konnte das am ersten Tag gar nicht fassen. Was ihm da passiert. Also, du warst praktisch in Ottos Office,
Wie sieht es aus in Ottos Office? Ist das ein ganz normales Büro? Ich habe da irgendwas mal gehört, da hat er so eine Kartei und da sind Fotos, da schicken die ganzen Leute und da hat der Kovac sogar erzählt, er war mal bei dem und da hat er eine Kartei gefunden von Rob Van Damme, der jetzt ein Superstar ist mit Picture, der hat ihm auch was geschickt im Auto Wands. Ja, als Promoter wird er sicher sehr viele Unterlagen und Files haben, haben wir alle als Promoter. Ne? Man versucht eben mit den Leuten auch in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben. Jetzt habe ich ganz was Wichtiges vergessen. Der Name Viktor Krüger, ja? Von wo kam der? Wer hat den ausgewählt und wann ist der entstanden? Der Name Viktor Krüger, den habe ich selbst ausgewählt. Und den habe ich ausgewählt aufgrund eines Bauchgefühls. Ich hatte mir nämlich den Film The Highlander, und zwar den ersten Teil, The Original, der noch so richtig heiß rüberkommt auf dem Filmleinwand. Und da hat es eine Figur gegeben, den Viktor Krüger. Und das war nichts anderes als ein Synonym für den großen, starken, bösen Russen, der dann doch im Endeffekt des Films dann besiegt wird, aber die ganze Zeit richtig Stoff gegeben hat. Und das war eben die Inspiration für mich, diesen Namen zu adaptieren. Und Viktor Krüger klingt ja sehr deutsch. Ja. Nicht so, also das ist ja jetzt deutsch-österreichisch, meine ich jetzt mit einer grammatikalischen Voraussetzung, die Amerikaner ein bisschen zum Nachdenken bringt. Krüger, Viktor Krüger, ja, das ist. So, herzlich willkommen. Hallo. So, jetzt frage ich dich nochmal, Dot, ist das was für dich? Das ist doch ein Mann, oder? Er sieht knackig aus, aber so, ich glaube, er bleibt zu lange in die Fitnessstudio für mich. Ja, du bist doch Amerikanerin, du kannst das nicht so gut beurteilen. Warum ist das so? Die Amerikaner tendieren zur Oberflächlichkeit. Genauso wie in unserem Beruf tendieren die Amerikaner zur Show. Und nicht zu den tiefgehenden Hintergründigen, was steckt eigentlich wirklich dahinter, was wir hier in Europa haben. Ich komme gleich darauf zurück, ich bin kein Wrestler, ich bin Berufsringkämpfer. Ach so, entschuldige bitte. Ist okay. Ja, aber du bist ja auch noch mehr, also du denkst aber auch so ein bisschen, das muss nicht nur Muskelmasse sein, man muss auch Hirn haben. Du hast ja auch eine akademische Ausbildung. Ist richtig, ja. Ne? Ja. Was hast du gemacht? Betriebswissenschaften habe ich abgeschlossen und Sportwissenschaften, was mit den Sportwissenschaften hat sich erübrigt, denn ich mache dies mittlerweile im Ring seit 10 Jahren, professionell. Was macht jetzt so einen echten Mann aus, was glaubst du? Einen echten Mann? Oh. Ja. Ich könnte sofort sagen, was ist ein echter Kämpfer, das könnte ich dir sofort sagen. Was macht einen echten Mann aus? Ja, wir haben das schon versucht, dann würde ich noch von dir wissen. Ach so, würdest du dich als echten Mann selbst bezeichnen so? Okay, ein echter Mann ist für mich ein Mann mit Charakter. Ein Mann, der zu seinem. Ein Mann, der zu seinem Wort steht, mit Plan und Ziel und der auch das Rückgrat hat auch keine Angst, sein Rückgrat zu zeigen. Was ist für dich zum Beispiel ein echter Macho? Tja, da bin ich schon die ganze Zeit am Grübeln, was ein Macho ist. Wenn du mal so guckst, ist Roberto in deinen Augen zum Beispiel ein Macho? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich kenne ihn nicht so persönlich. Ich würde mal sagen, auf den ersten Blick sehen sehr viele Männer aus wie Machos. Richtig. Moment. Du willst gerne wissen, was dahinter steckt, ne? Ich habe eine Idee, was ein Macho-Mann ist. Oh ja, jetzt aber. Ein Mann, das muss sein Selbstbewusstsein durch viele seine Männlichkeit beweisen durch viele Frauen. Wenn er hat nicht genug Selbstbewusstsein, er muss so viele Frauen haben wie möglich, ihm ein besseres Gefühl zu geben. Das ist jetzt aber ein amerikanischer Mann. Ja, das klingt logisch. Ich habe gar keinen Mann. Nein, das Bild von einem amerikanischen Mann. Aber den Bösen, diesen Hühnern, diesen dunklen Bösen, wolltest du denn überhaupt spielen oder war das irgendwie, war das erste? Wer will das nicht? Das heißt, Publikumsliebling kam dann erst irgendwie. Publikumsliebling kam dann erst, das hat sich herauskristallisiert, eben auch durch meine Persönlichkeit. Man kann eben nicht den Bösen wirklich überzeugend rüberbringen, wenn man nicht selber böse ist. Ja. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und
ja, so came this about. Und in Amerika ist es doch besser, immer anzufangen als der Bruce. Kam ganz gut, haben wir beibehalten. Ja, dann ging es in die CBA und dann war ich schon ein guter Mensch. Was soll ich da böse sein in Österreich? Ich war da viel zu happy, dass ich dann wieder in meinem Heimatland eigentlich was machen konnte. Mit der Arbeit, die ich dann wirklich gelernt habe, nämlich das Wrestling. Ja. Back to Ottos Office. Wie kam es dann dazu? Otto hat dich gesehen und gedacht, Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Unglaublich. Das kann man nicht vorbeigehen lassen. Und das war jetzt, welches Jahr war das, wie du dann in die CBA gekommen, eingestiegen bist? Das war 1995, das Sommer 1995. Sommer 95, gerade Sommer richtig zur Heimarkt-Time. Gerade richtig, ja, wir haben angefangen in Graz, in meiner Heimatstadt, das war perfekt überhaupt, wie gesagt, damals war ich ja noch von einem Himmel in den anderen gekommen, zuerst in der Powerplant mit der WCW, hatte einige gute Runs dort und bin dann zurück in meine Heimat und konnte das auch noch präsentieren meinen Leuten. Wahnsinn, ne? Das war weit gegangen, dann zum Heimarkt nach Wien und dann auch noch hinauf nach Deutschland. Wie läuft so eine Heimarkt-Saison ab in Wien? Das ist ja, das muss ja unheimlich strapaziös dann schon sein, wenn man zwei Monate lang manche leben da, glaube ich, noch auf einem Campingplatz. Ja, ich kann mich erinnern. Meisten, ja. Wie ging es da für dich so ab, day in, day out am Heumarkt? Erzähl uns da bitte was. Day in, day out, na gut, ich habe meine Verwandten, meine Familie hier in Österreich und hatte dann natürlich kein Problem, eigentlich eine Wohnung zu finden in Wien. Musste somit nicht auf den Campingplatz, obwohl es eigentlich auch kein Malheur gewesen wäre, aber es war so einfacher, um mit dem ganzen Training zurechtzukommen. Ich wollte ja einfach weiterkommen, nicht nur mit mir selbst als Athleten, sondern auch mit dem Catchen. Man muss das alles ja parallel machen. Man kann nicht nur eins machen und das andere Stopp machen. Nein, man muss das alles auf eine Linie bringen und ich kann das mit der Wohnung ganz gut. Bei euch im Ringersport, da gibt es viel Konkurrenz und was macht da so einen echten Mann aus? Was würdest du sagen, das ist ein echter Kerl von diesen anderen Ringern? Ein echter Kerl ist, der seine Emotionen so im Zaum halten kann, dass er sie bis zum Maximum im Ring ausnutzen kann, nicht außerhalb, im Ring. Wir haben jetzt gekommen und und wie ist der Otto so als, ich sag mal, mit dem Wrestling? Hat er wirklich Verständnis? Kann er das? Booken, organisieren? Er kann organisieren, er ist zweifellos ein ganz großartiger Promoter, aber früher auch zu seiner Zeit eine Persönlichkeit, hinter denen die Leute sich wirklich vereinen konnten und mit dem man sich identifizieren konnte. Ist aber auf der anderen Seite auch sein eigener Mensch gibt nicht sehr viele Kompromisse ein, was das Geschäft betrifft. Wenn es über Kreuz geht mit seinem persönlichen Charakter, wenn kurz und gut Situationen entstehen, wo er mal Nein sagen kann, dann wird er Nein sagen, obwohl es auch schlecht fürs Business ist. Ja. Oh Gott, es ist jeder Mensch. So auch der Big Otto Wams. Also eigentlich gab es ja, der Otto ist ja auch ein Steirer, du bist ein Steirer. Jetzt haben wir noch einen Steirer in Leoben, der, glaube ich, noch eine Generation zurück ist, den Chris Rubber. Den gibt es dann noch. Ich glaube, das sind, glaube ich, diese drei Steirer. Einen Wiener gab es ja eigentlich nur, da gab es nur diesen Robert Fasser. Ich weiß nicht, ob du den gekannt hast. Robert Fasser, ja, den kenne ich so flüchtig, ja. Ja, und in Linz oben waren der Kovac zu Hause und der Franzl Schumann. Das war so das. Schumann habe ich nie gewusst, wo der herkommt. Der war aus der Linzer Gegend. Das war das, dieses Kretz. Und der Klaus Wallers. Den kannst du, glaube ich, auch noch. Klaus Wallers, den kenne ich. Ja. Der Otto, der hat ja, glaube ich, das war einer, der eigentlich den CBA-Gürtel nicht so richtig hergeben wollte. Er hat gesagt, der Österreicher, das war ich, der Champ. Und alles andere, da gibt's dann, kann man dann nur mal die Ausländer fragen. Wie hast du die Situation gesehen nach seiner Ära? Die Champions der CBA. Ja, das war mit ein Grund für mich, dass ich gesagt habe, Big Otto ist okay, der macht eine eigene Geschichte. Wir sind da in meinem zweiten Jahr in der CBA ein bisschen über Kreuz gekommen und warum weiß ich nicht. Ich war auf einmal nicht mehr so ganz angesagt bei ihm. Woher der Stimmungswechsel gekommen ist, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das war so eine Situation, wo er eigentlich
sehr gutes Geschäft hätte machen können mit mir. Und ich hätte ihm ein gutes Geschäft machen können und hätte gleichzeitig noch weiter bei den Fans zu Hause in Graz und in Wien, was ich ja wirklich geliebt hätte, machen können. Aber das ist dann so nicht zustande gekommen. Hast du dich jetzt auseinandergesetzt? Das hat so ein bisschen persönliche Gründe. Hast du das für Gründe? Ja, der Viktor glaubt, er ist der Beste, aber es kann nicht sein. Es gibt nur einen, der der Beste ist, und das bin ich, denn ich bin Europameister und ich bin Titelträger. Ja, Viktor, ist er der Beste? Panapoli. Wir können das jetzt natürlich groß und breit diskutieren, aber wir werden das im Ring herausfinden. Übrigens, ich warte noch immer auf das Datum für die Europameisterschaft, für den Europameisterschaftstitelkampf. Herr Jazzi vom VDB, Verband der Berufsringer Berlin, gegründet 1912. Mhm. Also da steht die Herausforderung ist offiziell angenommen. Ja. Und da soll das geklärt werden? Das soll geklärt werden zwischen euch beiden? Diesen Sommer. Eddie, was glaubst du denn? Wer von euch ist jetzt der stärkere Kerl, der bessere Mann? Na, logisch ich, denn ich bin Titelträger. Wenn ich nicht der Bessere wäre, würde ich kein Titelträger sein. Mhm. Ja, wie sieht's denn aus? Ja. Viktor, habt ihr schon mal persönlich gegeneinander gekämpft? Ich denke schon. Es war aber nichts Aufregendes, weil sonst könnte ich mich daran erinnern. Aha. Okay. Was hast du denn jetzt, was deiner Meinung nach der Eddie nicht hat? Power. Power. Geht es denn bei euch auch so um Körper oder Männlichkeit? Also wer jetzt gewinnt, ist der härtere Typ, der bessere Mann, der stärkere? Was denkst du? Ist der Loser der Stärkere oder der Gewinner? Ich denke, es geht auch ein bisschen, so wie ich dich verstanden habe, oft um das, was dahinter steckt, oder nicht? Ja, was steckt denn dahinter? Wer gewinnt oder verliert, ne? Keine Ahnung. Wer gewinnt und wer verliert, das steckt dahinter. Ja, würdest du aufgrund eines Sieges, würdest du beurteilen, okay, ich bin der härtere Typ, ich bin der... Wenn der Finalkampf eines Turniers ist, sage ich ja. Aha. Bin ich ja der Gewinner von dem ganzen Turnier, das leuchtet ein, glaube ich, ne? Eddie, was glaubst du, was macht einen echten Kerl aus, einen echten Mann? Einen echten Mann zeigt zum Beispiel aus, dass er Charakter haben muss, dass er ehrlich sein muss, aufrichtig. Ich bin der Meinung, du hast zugehört, was eben so alles gesagt wurde.
Kampf der Ringer aus Graz, Viktor Krüger. Einer, der sich unglaublicherweise immer wieder freiwillig in diese sehr brutale Kampfarena begibt, ist heute bei uns Magister Viktor Krüger. Na, wenn ich mir sie so anschaue, hätte ich ja noch mehr Angst, in die Arena zu gehen. Andererseits, man kann das rumdrehen. Neben Ihnen fühlt man sich auch sehr beschützt. Was messen Sie denn so der Länge nach? Ich bin fast genau 2 Meter groß, 132 Kilo Kampfgewicht. Kampfgewicht? Das heißt, das ist nicht Fett, sondern das ist Muskelmasse? Ja. Gut, Sie schauen ja noch recht heil aus, was mich wundert bei diesem Sport. Was ist für Sie der Kick bei diesem brutalen Sport? Der Kick? Ja, ich würde das gar nicht einmal so als Kick bezeichnen. Ich würde sagen, die Motivation, die kommt von innen. Und zwar die Motivation, mit einer Situation fertig zu werden, die man vorher, auf die man sich vorher überhaupt nicht hat vorbereiten können, weil die Situation eben nur dann da ist, nämlich im Ring. Alles erlaubt. Ja, also CWA, Otto Wanz. Die erste Saison prima gelaufen, muss ich sagen. Auch in Deutschland bin ich ganz gut angekommen. Es war alles spitzenmäßig. Ich habe mich schon gefreut auf das zweite Jahr. Im zweiten Jahr ist da irgendetwas passiert. Ich weiß nicht, was da los ist. Da waren sie nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Und, hast du ihn da angesprochen darüber, drauf? Sinnlos, ihn darüber anzusprechen, und da ist er sein eigener Mensch. Big Head. Ja, exactly, ich sag's einfach. Ja. Wir dürfen das. Und er war dann ja umso mehr angefressen, natürlich, weil ich ja schon der Erste war, der erste Österreicher vor allem, der zu Big Otto Wanz gesagt hat, na, wenn nicht, dann nee, dann gehe ich halt woanders hin. Und einen Monat später war ich schon in Japan und habe dann schon fest an meiner anderen Karriere gepasst. Das heißt, 2 Jahre CWA war genug für dich dann? Es war genug für mich, weil es war für mich keine Situation mehr, in der ich mich gesehen habe als vorwärtskommender Athlet. Die ganze Zeit da immer nur solche kleinen Sticheleien da einzustecken, ohne dass man wirklich richtig vorwärts kommt, mit einer guten Gelegenheit, dem Promoter auch eine gute Arbeit zu machen, dass seine Promotion wieder hochkommt. Ja. Es ist ganz einfach, die Sache ist auf einen einfachen Nenner zu bringen. Persönlich habe ich nichts gegen Eddie Steinblock. Es tut auch nicht zur Sache, was ich von ihm halte persönlich. Es ist nur eins wichtig, was im Ring passiert und wer dort als Gewinner herauskommt. Die anderen Leute gesehen in der CWA, mit wem hast du gerne zusammengearbeitet? Was waren so deine größten Fäden? Gab es da so einen größten Fäden. Am liebsten mit dem Finley den Arsch vollgegeben, also beim Comeback natürlich. Aber der Finley ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Nein, und ich finde das auch gut so, das ist alles super, ja. Denn man braucht eine Emotion, man braucht eine gewisse Motivation im Kampf. Sei es auch nur ein sogenannter Showkampf, also man braucht da die Motivation dazu. Wie war da, hast du auch andere Gegner gehabt? Ulf Herrmann war doch ein Gegner von dir? Ulf Herrmann war ein Gegner von mir. Kurz was zum Ulf Herrmann vielleicht? Hast du da irgendwelche Eindrücke? Herrmann, Mensch, Ulf Herrmann? Da kann ich ihn eigentlich nicht ganz so gut einschätzen. Er wird sicher ein lässiger Typ sein. Ich weiß, dass er hart an sich arbeitet. Manche kommen eben schneller voran als andere. Ja. Der Michael Kovac, das war so eine Zeit, da gehen wir in die Japan-Zeit, sprechen wir dann später. Michael Kovac war auch zu der Zeit in der CWA oder kam der dann auch später? Nein, der kam dann auch später, ja. Also der war noch nicht, der war nach dir erst? Definitiv nach mir. Nach dir. Franzl Schumann, wie war der so? Franzl Schumann war ein alter Profi, ein Eingespielter, war ein Fixpunkt in der CWA-Show, war auch damals nicht wegzudenken, war immer ein guter, harter Arbeiter, ja. Guter Punkt. August Zmiesl, war der auch zu der Zeit? August Zmiesl war zu der Zeit. Das war auch ein Big Guy. Da war der nächste Steirer, oder? Das ist der nächste Steirer. Haben wir ganz das vergessen. Das ist der echte Steirer, ja. Also eine Urkraft bis zum geht nicht mehr. Das ist wirklich ein Monster. Ja, ein absolutes Monster. Ne? Der war fast zu stark schon für die Judoka. Ne? Er kam erst aus dem Judo. Und ja. Yeah.
Yeah!
Thank you.
Eddie in letzter Zeit schon immer mal sagen? Sagen gar nichts. Gar nichts. Du meinst, ihr lasst dann die Muskeln sprechen. Wie bereitet man sich generell vor? Ich meine, da liegt ja eine Menge Zeit dazwischen, zwischen so zwei Kämpfen. Ich meine, hast du jetzt immer so Eddie als Ziel vor Augen die ganze Zeit bei deiner Vorbereitung? So wie Luther Ringer beim Arnold. Wieder Arnold. Nein, das stimmt nicht. Nein. Man muss, als Kämpfer muss man zu sich selber finden. Das heißt, man muss, ja, the total package muss man werden. Das heißt, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Taktik, Techniken. Und wie gesagt, Eddie Steinbock ist ein ausgereifter, gestandener Wrestler und das wird juicy. Ja, aber du hast viel trainiert, man sieht, du bist ja auch gut in Form, Eddie. Ja, glaubst du, du hast eine Chance? Ja, aber ich weiß gar nicht, was ihr immer hin und her labert. Das gibt da überhaupt nichts, hier hin und her zu reden, wie was wer macht oder wie wer ist. Wir warten auf den Termin und dann kann es losgehen, so einfach ist es. Wir warten ja nicht auf den Termin, ich möchte den Termin jetzt haben. Bei mir ist das scheißegal. Ich möchte jetzt den Termin hören. Victor zeigt immer auf Sie, weil Sie haben eine sehr entscheidende Rolle, nicht wahr? Ja, ich bin der Geschäftsführer vom Verband der Berufsringer. Das ist ein internationaler Zusammenschluss. Berufsringer, Catcher, Wrestler, das hat denselben Begriff. Was ist mit dem Termin? Es sieht so aus, dass dieser Termin ganz sicher in diesem Jahr stattfinden wird. Wir peilen dabei natürlich das größte und längste Turnier der Welt an, in Hannover, den Grand Prix wieder. Und sofern dieses Turnier terminiert ist, Herr Krüger, wird also auch dieser Termin bekannt gegeben und es wird innerhalb dieser mindestens 60 Tage stattfinden. Moment. Ich habe das Vorjahresturnier, das längste Catch-Turnier der Welt, habe ich im Vorjahr gewonnen, der Catch Grand Prix 1999. Dann habe ich gewonnen. Ich habe alle 60 Tage durchgestanden, ich habe das alles gewonnen, obwohl ich vorher zweimaliger Weltmeister im Tag Team Shootfight nach der Wette und Battle Arts war und obwohl ich vorher in Europa und Amerika sehr, sehr erfolgreich gekämpft habe, habe ich mich wieder hinten anstellen müssen, nur um da jetzt zu hören, dass ich keinen Termin bekomme. Sie bekommen den Termin, Herr Krüger. Ich will ihn das jetzt ganz klar haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, an welchem Tag innerhalb des Turniers in Hannover diese Europameisterschaft ausgekämpft wird. Ihre Herausforderung ist angenommen worden und der ist stattgegeben worden. Herr Steinbock hat es eben selbst bestätigt. Das heißt, das Turnier findet statt. Es gibt sehr viel geredet, dass das Turnier nicht stattfindet oder dass weniger Tage stattfinden. Das findet statt? Mir ist nicht bekannt, dass es nicht stattfindet. Und da ich der Turnierleiter bin, sollte ich es eigentlich wissen. Also ich muss ganz ehrlich mal so als Laie mal dazwischen fragen, Eddie zum Beispiel, warum macht man sich da wie, ich frag das ganz blöd, wie so im Rocky-Film mal einen Termin aus, sagen, da kämpfen wir beide jetzt und dann wird sich rausstellen, wer der Stärkere ist. Erklär's mir einfach mal, warum das nicht so geht. Machen wir einfach jetzt hier. Ich habe zum Victor schon gesagt, jederzeit, wann immer er will, wo er will, mir ist das scheißegal, wir wollen nicht so lange warten. Hier! Aber... Hier. Was?
Was hast du zu mir gesagt? Ich habe in Berlin zu dir gesagt, jederzeit, wann immer und wo du willst. So einfach ist das. Mein Ring ist hier, mein Freund. Komm. Das ist mir scheißegal, wirklich, ehrlich mal. Ja, gern mal. Ja, ich bin mit dir. Komm. Wann hat euch denn mitgewählt? Herr Krüger, Sie können sich wieder hinten anstellen in der Qualifikation, wenn Sie hier also tätig werden. Das ist doch klar, ne? Sie können sich in der Qualifikation wieder hinten einstellen, wenn Sie hier tätig werden. Hier findet kein, ja, hier findet kein Europameisterschaftskampf statt. Das ist eine Talkshow. Ja. Wie kam es dazu, dass der August Miesel so kurzfristig in der CWA Fuß gefasst hat und sich so... Der war ja eigentlich... Kurzfristig war da gar nichts mit dem August. Der war schon 2 Jahre davor der war schon, dort. Ja. Aha. Gab es da Fäden zwischen dir und August Miesel? Gab es da ein Match? Jetzt im Nachhinein betrachtet... weiß ich, dass der Gustl da ja, das kann man eigentlich nicht nur auf den Gustl beziehen, ne? Der kommt, muss ich das so vorstellen, der Viktor Krüger kommt, ja. Ja, das ist der Homeboy, er kommt nach Hause, er ist groß, stark, brandgebrannt, lange Haare, super Sunnyboy und fucking Muskel auch noch, ja, Entschuldigung für das F-Word, aber natürlich kommt dann eine gewisse, ein gewisses flaues Gefühl in den alten Hasen auf, sozusagen, oh, was wird mir da schon wieder abspenstig gemacht und wie wird sich das auf mein Gehalt auswirken? Ja, na gar nicht, wenn du deine Arbeit machst und wenn du dein eigenes Stil hast, dann ist es ja okay, weil der Viktor Krüger hat immer seinen Viktor Krüger Stil gehabt und ihm passt er. Ja, gewisse Leute wie ein Ulf Herrmann, die sich dann anpassen wollten mit dem Cowboy-Stiefel-Stil und Lederwesten tragen. Ja, so, das passt zu mir, nicht zu dir. Okay, es hat vielleicht seine Zeit gebraucht, für ihn herauszufinden, wer er ist und was für ein Mensch er ist. Aber das war damals so ein kleine Shockwave, der Krüger kommt. Was? Aha. Wer ist das? Oh. Thank you.
gut. Kurz, welche Matches hast du jetzt gehabt gegen die großen Ausländer, sage ich mal, in der CWA jetzt einmal? Was waren das? Finlay? Brookside? Oh, da war, glaube ich, Mittelgewicht, oder? Brookside. Brookside war nicht in der CWA zu der Zeit. Warst du nicht zu der Zeit? Nein. Drew McDonald? Teilweise, der war in Deutschland, ja, in Hannover. Ja. Gab es da Matches? Da gab es Matches. Die müssen auch sehr hart gewesen sein, ne? Dieser Drew McDonald, der ist ja ein kranker Hund, was ich so gehört habe. Ja. Ich möchte, glaube ich, das rated. Exactly. Rated. Wenn einer The Cure ist, er ist The Cure. Den Typ kannst du nicht umbringen. Er hat das schon selber versucht und es funktioniert einfach nicht. Nein. Also mit dem ein Match zu haben, dann hast du ein Match. Punkt. Das ist also die CWA gilt ja damals schon als sehr harte Liga. Die Amerikaner fürchteten den europäischen Stil. Also gegen den amerikanischen Stil ist die CWA sicher. Wie war der Heumarkt-Flair vom Publikum her? Hast du denn irgendwie sehr gut. Hast du gefallen? Was war super Leimarkt, ja. Wie gingen die Fans so ab? Gab es da Zwischenfälle auch? Gingen voll ab. Ne? War gut, dass ich ein Guter war oder als Guter akzeptiert wurde, denn die Bösen haben einmal Schimpfworte bekommen. Da musste ich zuerst einmal 2-3 Sekunden Zeit ausnehmen, um nachzudenken, wie das jetzt funktioniert. Mit dem Besenstiel und diesem Körperteil. Also die waren sehr, sehr fantasiereich in ihren Ausdrücken. Ja. Aber da ging es voll ab, die Stimmung war super. Die Stimmung natürlich dann in Graz, dementsprechend auch toll. Dementsprechend auch wie toll, oft warst du bei so Graz-Shows? Gab es da viele im Jahr? 2-3? Wir waren 2,5 Wochen waren wir in Graz. Ah, da gab es ein Turnier. Ja, und da gab es ein richtiges Turnier, ja. Mhm. Und da gab es auch eine große 96er hatten wir ein großes Match. Der August Miesl und ich Steirer gegen Steirer. Das wird mal typisch Ottomans, wie er das angesetzt hat. Da der böse Steirer gegen den guten Steirer. Nein, da war kein böser, kein guter. Wenn dann war ich eigentlich der gute. Ach so. Es war ein typisch ein Banz angesetztes Match. Steuert einer, schießt den anderen ab, ne? Und der übrig bleibt, den nehme ich mir dann vor. Da hat so Otto gegen den angetreten, wie? Ja, aber aus dem Hintergrund heraus. Er hat natürlich jemanden vorgesetzt, der ihn dann abschießt. Ne? Das heißt, zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt, ich habe es nicht verfolgt, Rambo, glaube ich, war CWA-Weltmeister. Rambo war CWA-Champion, ja, ein großer Champion. Gab es da überhaupt ein Titelmatch einmal? War da was in Sicht, Viktor Krüger gegen Rambo, war da was in geplant? Ja, Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Das heißt, Otto hatte... Mit Otto war es dann so, wann war es eigentlich vorbei. Ja. Ja, schade, ich meine... Er hat eigentlich nach ihm keinen Österreicher mehr richtig zum Heavyweight gepusht. Nein, und es ist dann eigentlich auch wirklich lang bergab gegangen. Ja. Es war ja dann, gerade die Zeit, wo ich dann gekommen bin, ist das nochmal einen Ruck gegeben. Und wie gesagt, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht und dann suche mir eine andere Arbeit und fertig. Spreche noch ein paar andere Leute an, die am Heumarkt waren. Vielleicht kannst du nur ganz kurz zu den Leuten sagen. Eddie Steinblock zum Beispiel. Eddie Steinblock war am Heumarkt? War auch am Heumarkt habe ich den nie getroffen. Hast du nie getroffen? Na gut, dann war das, glaube ich, vor deiner Zeit. Aber auf jeden Fall war er ein fixer Bestandteil der CWA-Tour. Gibt es kurz was zum Eddie Steinblock zum Sagen? Eher nicht so der talentierteste Wrestler. Nicht der talentierteste, aber auch nicht unbedingt der helleste. Ja. Ich nenne ihn in der Kurzform S. Nicht als Andeutung auf das totale Fehlen eines Genitalbereiches, sondern einfach nur Eddie Steinblock. S. Also S war mal in der CWA. Aha, S. Aber nicht zu meiner Zeit. Ja, und da haben wir eigentlich noch was außen mit dem, da ist ja noch was ausständig mit dem Eddie Steinblock. Ne? Ja, das besprechen wir nach dieser kurzen Pause, denn wir müssen kurz Band wechseln. Sie können hier Ihre Meinung sagen, Sie können übereinander sprechen, Sie können über das Catchen sprechen, aber hier ist eins doch klar, hier findet keine Europameisterschaft statt. Okay. Das ist auch keine Europameisterschaft, das ist jetzt ein, wer hat das Rückgrat und wer trifft den anderen? Also ich würde fast sagen, ich glaube, wir brauchen das erste Messer jetzt. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt das Kräftemessen jetzt. Ich würde euch vorschlagen. Er ist gut geschützt. Ich würde vorschlagen. Gut, Herr Verband. Viktor, warte noch einen Blick. Also, ich denke mal, das muss auf jeden Fall zwischen euch noch geklärt werden. Da gibt es einiges und wir versprechen euch auf jeden Fall, wir sind dann mit dem Kamerateam dabei. Thank you.
What time is it? Time's up. For you to sit back on your sofa and not do anything. Hi, my name is Victor Krueger, and this is... Colt 45, Northern California, Shotscuff. And Dirty Pete, out of Huntsville, Texas. Can't hurt steel. That's right, baby. You need to come down to the Victor Krueger Wrestling Academy and join in for a little fun.